Auch wenn die Führenden in der Rangliste, die Geschwister Albin und Jasmin Oschan, bei den Poolbillard-Staatsmeisterschaften nicht dabei sind, gibt es bei den Titelkämpfen in Eisenstadt beachtliche Leistungen. In 4 Disziplinen werden an diesem Wochenende die Medaillen vergeben. Besonders interessant ist der Zehnerballbewerb. Beim Zehnerball geht es vereinfacht ausgedrückt darum, die 10 Kugeln in vorher benannte Taschen zu versenken. Die Kugel mit der niedrigsten Zahl muss zuerst gespielt werden. Wer die 10 versenkt, hat das Game gewonnen, wobei die Damen 6, die Herren 8 Games für den Sieg benötigen. Im ersten Herrensemifinale gibt es ein spannendes Duell zwischen dem Salzburger Richard Huber und dem gebürtigen Burgenländer Roland Glöckl, der seine erste Saison für Wien bestreitet und seine erste Staatsmeisterschaftsmedaille fixiert. Glöckl gewinnt mit 8:6. Im zweiten Semifinale muss sich der Tiroler René Sommerreger dem großen Favoriten, dem Vorarlberger Mario He, nach sehenswertem Kampf mit 6:8 geschlagen geben. Bei den Frauen verlaufen die Spiele einseitiger, die Siege fallen klar aus. Doris Baumann aus Salzburg verliert gegen die Wienerin Christina Drechsel mit 2:6. Und Marion Meckmann aus Vorarlberg ist gegen die Steirerin Sabrina Tatzel chancenlos. Tatzel setzt sich mit 6:1 durch. Einziger Wermutstropfen bei dieser Meisterschaft ist das Fehlen der Geschwister Oschan, die an der Weltmeisterschaft teilnehmen. Selbstverständlich hätte man natürlich die Besten gern, auch bei der EM. Aber gerade bei so Großveranstaltungen sind wir natürlich froh, dass wir vertreten sind als österreichische Spieler und Spielerinnen. Das Damenfinale zwischen Sabrina Tatzel und Christina Drechsel ist von Beginn an eine einseitige Sache. Tatzel spielt fast fehlerlos, geht sofort in Führung und baut diese bis zum Stand von 5:0 aus. Mit der Leistung im Finale bin ich leider nicht zufrieden. Ich habe doch in den ersten 3 Games hat sich der Fehlerteufel bei den letzten paar Bällen eingeschlichen. Und ich war dann gleich 3:0 hinten. Und ja, dann muss ich sagen, es hat mit der Motivation nicht mehr so gut gewesen. Was man auch im 6. Game merkt, als Christina Drechsel ihrer Konkurrentin die weiß-blaue Kugel mit der Nummer 10 zum Matchball serviert. Doch auch Sabrina Tatzel zeigt Nerven. Sie lässt die Möglichkeit zum schnellen Spielgewinn aus. Da ist mir das alles durch den Kopf gegangen, oh mein Gott, es steht 5:0 und das ist jetzt der Matchball und da war ich dann anscheinend zu nervös. Es ist irgendwie nicht mehr ausgegangen dann. Drechsel macht noch den Punkt zum 5:1, doch das Spiel endet 6:1 für Tatzel. Na, das war dann schon sehr befreit. Also wie ihr gesehen habt, dass die 10 eigentlich schon fast im Loch liegt, habe ich gewusst, das ist es jetzt. Das ist mein Staatsmeistertitel. Im Herrenfinale zeigt Sir Roland Glöckl in der Anfangsphase durchaus sehenswerte Aktionen, doch der international erfahrene Mario He, er war im Vorjahr Europameister im Achterball, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Geht sofort mit 1:0 in Führung, spielt zum Teil spektakulär und führt schnell mit 3:0. Doch dann zeigt Glöckl, warum er in das Finale einziehen konnte. Er kämpft sich in das Spiel zurück, gleich zum 7:7 aus und riskiert im Entscheidungsspiel alles. Der Stoß misslingt und He holt sich den Titel. Ich habe mich eigentlich ziemlich gut gefühlt und dann in Mitte vom Match habe ich mich eher unsicher gefühlt und am Schluss bin ich dann irgendwie noch reingekommen, aber ja, das war es eigentlich von dem Match. Ich war wieder nervös, noch irgendwie angespannt, habe überhaupt keinen Druck gehabt im Vergleich zum Viertelfinale zum Beispiel. Also es war echt schön und ich werde mich immer daran zurückerinnern und das ist sicher die schönste 8-7-Niederlage, die ich jemals gehabt habe, obwohl es wirklich halt nur ein Spiel vom Staatsmeister entfernt war. Die Staatsmeisterschaften in Eisenstadt gehen heute mit der Disziplin 9er Ball zu Ende.